Liebes Publikum, willkommen im literarischen Salon, wo natürlich gleich mal folgender Schiller-Evergreen zitiert werden muss. Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Ob das jetzt für den Ego-Shooter gilt, weiß ich nicht. Aber es könnte vielleicht für Brett- und Gesellschaftsspiele stimmen. Kommt der Mensch ganz zu sich, wenn er mit anderen zusammenkommt, um zum Beispiel Mensch ärgere dich nicht zu spielen? Schöne Vorstellung. So oder so erleben die Brettspiele oder erlebten die Brettspiele schon vor, aber jetzt auch dank Corona, einen großen Boom. Ganz ohne Bildschirm. Ob das irgendwas über unsere Zukunft sagt oder ist das jetzt analoger Idealismus vom Salonteam? In Zukunft heißt jedenfalls die Reihe, in der der heutige Abend stattfindet und die uns tollerweise von der VHV-Stiftung ermöglicht wird. Zu Gast heute Abend sind zwei Spielmänner, die schon sehr lange das Brett im Kopf und daher viel darüber zu sagen haben. Der eine ist Lokalmatador, ein guter Bekannter, ein noch viel besserer Bekannter, als ich dachte übrigens. Gerade habe ich erfahren, dass er ganz früh in der Gründungsphase des literarischen Salons unter anderem den Wein für unsere Abende damals mit ausgesucht hat. Ein guter Bekannter, ein bewährter Kulturkopf, Redakteur bei der Neuen Presse sowie langjähriges Mitglied der Jury vom Spiel des Jahres. Ganz herzlich willkommen, Stefan Golisch. Hi. Und der andere lehrt Kunst- und Kulturwissenschaft an der Universität Konstanz und ist darüber hinaus Spieleerfinder, Spieleautor. 2014 war sein Spiel Camel Up Spiel des Jahres. 2 Jahre zuvor gewann sein Spiel Schnappt Hubi den Titel des Kinderspiels des Jahres. Beide Werke, das Oeuvre unseres Gastes, ist nebst anderen Spielen da hinten auf unserem Spieletisch, kein Büchertisch, heute auf unserem Spieletisch zu sehen und zu kaufen. Und ich bin sicher, unser Gast signiert auch Spiele. Also, damit verkörpert unser Gast die Einheit von Theorie und Praxis wie wirklich gar nicht so viele Salongäste. Deshalb ganz herzlich willkommen, Steffen Brogen. Hallo. Mehr zu unseren Gästen sage ich hier und jetzt nichts. Die stellen sich in dem folgenden Gespräch womöglich selbst ein bisschen vor, so wie sie sich möglicherweise hoffentlich auch selbst ein bisschen moderieren. Nach einer guten Stunde vielleicht können auch Sie, liebes Publikum, sich wie immer mit eigenen Fragen und Anmerkungen ins Gespräch einmischen. Zu diesem Behufe kommt dann genau dieses Mikrofon vor Ihren Mund. Bitte sprechen Sie da rein, damit wir Ihre Beiträge auch auf unserer Aufnahme haben. Das war's von mir. Ich wünsche gute Unterhaltung und gebe das Wort an Stefan. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, danke schön. Guten Abend. Ja, hallo Steffen. Hallo Stefan, guten Abend auch von meiner Seite. Wir haben uns ja schon ein wenig gesehen. Ich habe überlegt, wie wir anfangen zu sprechen und mich gefragt, ob ich vielleicht mit der schwersten Frage anfange, was ein gutes Spiel ausmacht. Ich fürchte aber, dass wir dazu erst am Ende dieses Abends kommen werden, wenn überhaupt. Wir haben aber heute Nachmittag uns schon mal darauf geeinigt, was ein schlechtes Spiel ist. Wir waren in der Kästner-Gesellschaft in der Ausstellung von Laura Beckman, die eine Arbeit hat zu dem Urmonopoly. Und wir waren uns beide, glaube ich, derselben Meinung, dass Monopoly nicht das Paradebeispiel für ein gutes Spiel ist. Gleichwohl ist es eines der meistverkauften. Was macht ein schlechtes Spiel aus? Also ich glaube, wenn Brettspiele per se gut wären, wärst du ja auch ziemlich beschäftigungslos, so als Spielkritiker. Also muss schon für jede eigene Gattung wieder eigene
Kriterien geben, was gut ist und was nicht gut ist? Also um es mal ganz einfach zu beantworten, Wiederholreiz halte ich für eine sehr wichtige Kategorie beim Spielen, dass ich also am Ende des Spiels merke, wenn ich in der Gruppe spiele, die haben Lust drauf, es nochmal zu machen. Das wäre relativ auch im engen zeitlichen Rahmen, aber das geht natürlich auch weiter, dass man solche bestimmte Spiele nach mehreren Jahren nochmal hervorholt und gerne spielen will. An Monopoly muss irgendwas dran sein. Es wird immer wieder hervorgeholt, aus welchen Gründen? Also es ist eigentlich eben ein ganz simpel gebautes Spiel, das man immer wieder auf die gleiche Art gewinnen kann, weil auch die Preise sind so gestaffelt, dass je mehr ich investieren kann, desto mehr kriege ich zurück. Eigentlich für einen Spieleerfinder heutzutage No-Go, das ist so unbalanciert, es kippt eben so eigentlich undramatisch nach den ersten 10 Minuten in eine Richtung und dann wird man erdrosselt von dem Spielprinzip. Also eigentlich ist es unter vielen Gesichtspunkten ein absolut schlechtes Spiel. Es ist ja auch ein Irrtum. Dieses Spiel wurde ja nicht entwickelt, um Spaß zu machen, sondern von einer Feministin in den Nullerjahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelt, um zu zeigen, wozu Monopolbildung führt, dass es nämlich einfach keinen Spaß macht, weil einer alles bekommt und alle anderen nichts. Und das ist einer der großen Irrtümer der Kulturgeschichte, dass zu dem kapitalistischen Spiel schlechthin umgewandelt wurde. Wir sind heute weiter, das wissen wir. Und trotzdem fasziniert mich als Spielekritiker immer der Moment der Spieleschöpfung. Vielleicht kannst du da einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wo beginnt für dich das Spiel, das neue Spiel? Also ich glaube, es fängt mit der Art des Spielens an, dass du, also ganz früher, man beginnt ein Spiel, man bastelt es nach und macht ein bisschen was anderes. Also man variiert das Spiel und man merkt, dass man eigentlich Regeln in der Runde aushandeln kann. Und inzwischen, also was mich an dem Spielen reizt, ist nicht dieses primäre Ziel gewinnen oder verlieren, sondern diesen Prozess in der Gruppe zu erleben. Gutes Spiel, glaube ich, möchte auch der nochmal spielen, der es verloren hat. Und dass man dann guckt, woran liegt das, was zieht mich an, spricht mich als Themen an, was spricht mich aber auch in der Bauweise des Spiels an. Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten so wahnsinnig viel in den Brettspielen getan, dass ich mich total freue, dass wir jetzt hier heute Abend im literarischen Salon mal so einen Abend machen, um darüber zu sprechen, weil das hat nichts mehr oder wenig mit dem Monopoly zu tun, das wir gerade so ein bisschen gebasht haben, sondern es sind ganz andere Regelkomponenten, ganz andere Technik, so ein Spiel zu öffnen für verschiedene Strategien. Man spielt viel und dann kommt irgendwann mal so eine Grundidee, was könnte man an Dingen kombinieren, was könnte der Kern des Spiels sein. Also man denkt in dem Medium eigentlich schon von Anfang an für die Grundidee. Ja, und wenn du in dem Medium denkst, denkst du von einer Mechanik her, die ja im Spiel zugrunde liegt, oder vom Thema her? Also es ist vielleicht sogar noch praktischer, handgreiflicher von den Materialien her. Also, dass man von bestimmten Spielkomponenten her denkt, ich habe meine jetzt ausgezeichneten Spiele haben ja jeweils auch einen, sagen wir mal, ungewöhnlichen Dreh in der Art, wie jetzt das Feld, das es aufgebaut hat, also dreidimensionale Spielelemente. Beim Hubi ist es ein dreidimensionales Labyrinth, das gesteckt wird, bei Camel Up ist es so eine Würfel Maschine. Und das waren tatsächlich die Ausgangspunkte der Spiele, dass ich diese Grundidee für Labyrinthe hatte oder einen besonderen Würfelbecher oder ein Würfelsäckchen und die Regel gab es eigentlich noch gar nicht. Drumherum gebaut, eine Regel kam dann dazu. Ich muss mal ein bisschen ausholen zu Camel Up. Das ist ein Spiel, ein Wettrennen, wo du den Fokus setzt nicht auf das Rennen, also aus Spielerperspektive nicht auf das Rennen, sondern auf das Wetten. Also Kamele bewegen sich über den Plan, gesteuert werden sie durch eine ziemlich komplexe Pyramide. Ich habe den Prototyp gesehen, wie du ihn zu Hause gebastelt hast.
Es ist ein Spiel, das mit dem Zufall auf ganz besondere Art und Weise rumgeht. Und wenn ich jetzt mir anschaue, woran du zurzeit forschst, fällt da zum Beispiel das Wort der Aleatorik. Da geht es darum, wie der Zufall eingreift in bestehende Systeme, wenn ich das mal so vereinfachen darf. Kannst du das mal kurz erklären? Also ich glaube, für das Spiel ist diese schlichte Tatsache, dass wir nicht wissen, wie es ausgeht, ganz elementar. Ja. Der Wolfgang Kramer hat es, glaube ich, jetzt auch bei der Preisverleihung nochmal gesagt, ein sehr geschätzter Kollege und Spieleautor. Oh Wunder, am Ende, wir wissen nicht, wie es ausgeht, auch wenn wir es ein paar Mal gespielt haben und wir es vielleicht ähnlich gut spielen können. Es gibt immer so einen kleinen Dreh. Also muss doch irgendwie diese Schwankung des Spiels, die Freiheit und die Unabhängigkeit, die wir haben, eine große Rolle spielen, aber auch diese Zufälle, die uns da zustoßen. Und ich glaube, da ist eben etwas passiert in den letzten Jahrzehnten, die die Spiele auch so besonders macht, dass wir natürlich sofort an Würfel denken und an Spielregeln, die dann Würfelglück und Würfelpech über den Spielerfolg entscheiden lassen. Aber der Dreh der in den letzten Jahren erfolgreichen Spiele ist natürlich nicht ein solch reines Glücksspiel zu sein, sondern eigentlich die gesamte Spielgruppe über Zufälle, über Variationen vor immer neue variierte Aufgaben zu stellen. Also nicht Glück und Pech, sondern man verbindet eigentlich die Gruppe dadurch, dass das Spiel immer wieder anders ablaufen kann, variieren kann. Und so ist es halt auch in Camel Up, dass diese Würfel niemand gehört ein Kamel. Das ist immer das Erste, was ich erkläre bei diesem Spiel. Ihr habt 5 Farben, aber ihr spielt nicht mit einem einzigen Kamel, sondern ihr könnt immer wieder auf ein bestimmtes Kamel wetten. Und die Würfel, die fallen, die gelten auch für die ganze Spielrunde. Also es ist nicht so, dass das einer das Glück hat und das andere das Pech, sondern wir müssen beobachten, was daraus sich entwickelt und dann zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Timing setzen. Also das ist jetzt nicht kein sehr typisches, würde ich sagen, strategisches Eurogame, aber es hat diesen Kniff, dass eigentlich der Zufall auf eine neue Weise in den Spielablauf eingebunden wird. Und da habe ich einfach in den letzten Jahren gemerkt, das ist eigentlich eine sehr spannende Frage und es gibt noch relativ wenig dazu, was das eigentlich dann für ein Modell ist. Ja. Und das ist die Aleatorik, wie ich jetzt mal das genannt habe. Die Aleatorik, ja. Man kann bei dir an der Uni Konstanz zum Thema Spielen studieren. Also du bietest jetzt das Seminar an, was zählt, materielle, körperliche und psychologische Dimensionen des Serious Gaming. Was verbirgt sich denn wohl dahinter? Das hätte ich allein nie so genannt. Da gibt es noch eine Medienwissenschaftlerin, die mitmacht und einen Psychologe. Also das ist eine interdisziplinäre Veranstaltung. Aber ich finde diese Metapher, was zählt, eigentlich ganz schön, weil sie auf sehr verschiedenen Ebenen argumentieren kann, von was zählt für mich, was reizt mich am Spiel, die Dynamik, die da in der Gruppe entsteht, die Arten, wie ich da kommunizieren kann, das finde ich eben auch in der Spielsituation, das gibt ganz neue Möglichkeiten. Aber ich kann es eben auch sehr basal sagen, was zählt nachher an Siegpunkten? Also wie viel ist bei Siedler eine Siedlung wert und wie viele Siegpunkte gibt eine Stadt und wie viel Schafe, Erz und Getreide muss ich denn dafür ausgeben? Und in dieser Dimensionierung des Spiels, wie ich das dann auch nenne, also der Art zu zählen, steckt auch viel von der Kunst des Erfindens. Ja. Wenn ich das anders mache, wenn ich jetzt sage, bei Siedler eine Stadt braucht andere Rohstoffe, dann kippt die Balance und ich habe eindeutige Gewinnstrategien und das will ich gerade nicht haben. Und darauf zielt jetzt die Veranstaltung auch ein bisschen ab, dass wir da auch andere Spieleautoren einladen und die dann befragen, wie sie so ein Spiel entwickeln und so ein Feintuning machen. Ja. Wir hatten am Nachmittag ja schon mal ein bisschen darüber geredet, aber jetzt natürlich noch nicht im Podium darüber. Seit wann Spielen überhaupt ein Thema für die wissenschaftliche Forschung ist? Und als ich hier Germanistik oder Geisteswissenschaften studierte, war das Thema Comics in Kunstsoziologie das höchste der Gefühle, aber niemand hätte daran gedacht,
dass es um Gesellschaftsspiele gehen könnte. Da scheint sich etwas geändert zu haben. Da hat sich, hat sich was geändert. Also zu kulturwissenschaftliche Spieltheorien Huizinga oder Calvoir oder so, die dann sehr abstrakt, so ein bisschen auf der Schillerschen Flughöhe über das Spielen generisch sprechen, das ist, war immer möglich, aber dass man jetzt sagt... Ja, die aber auch Standardwerke geschrieben haben, aus denen wir seit Jahrzehnten zitieren. Und die natürlich, wenn man dann das runterbricht auf Sagerland oder irgendwie, kommt man sich schnell ein bisschen komisch vor, weil die haben natürlich auch was Nerdiges oder was Seltsames oder von seinen Grafiken her vielleicht auch, kommen die ganz anders daher. Es hat sich natürlich eine Computerspielforschung entwickelt in den Medienwissenschaften. Da hat sich die Brettspiel-Community auch sehr lange sehr stark abgegrenzt. Ich würde sagen, zu beiderseitigem Nachteil, weil bestimmte Formen Fragen an das Spiel in der Computerspielforschung nicht gestellt wurden. Und ich glaube, was es jetzt im Moment öffnet, dass man auch sagt, ja, lass uns einfach mal gucken, was haben denn diese Brettspielautoren in den letzten Jahrzehnten da eigentlich gebaut, warum funktionieren die Spiele jetzt anders, ist, weil es kleine soziale Modelle sind. Und man ja beobachtet, dass vielleicht solche Wirklichkeiten stärker ineinander greifen. Also dieser klare Arbeitsethos, ich habe hier nur eine Arbeitswelt und dann darf ich mich erholen in so einer Spielewelt, die hat aber mit der anderen Welt nichts zu tun. Das ist auch interessant, vielleicht Gesellschaften zu beobachten, die so funktioniert haben, aber so ist es ja nicht mehr, sondern die Dinge greifen ineinander und dadurch gewinnt, glaube ich, auch die Beschäftigung mit solchen Spielsituationen eine ganz andere Aussagekraft. Ja. Warum gab es diese Forschung zu Computerspielen viel früher als zu Gesellschaftsspielen? Denn dort wurden ja schon Arbeiten vorgelegt, als man Computerspiele nur im Kontext Killerspiele öffentlich diskutierte, wohingegen Gesellschaftsspiele durchaus Bestandteil der Feuilletons waren. Irgendwas müssen die ja besser gemacht haben. Das ist interessant. Natürlich zunächst mal ist es schon diese Neuigkeit der Computerspiele, dass man das Gefühl hat, die Brettspiele gibt es ja schon sehr lange oder das ist vielleicht, sie segeln unter dem Radar irgendwie durch, und aber man hat nicht so die Aufmerksamkeit auf das Neue gehabt. Die Computerspiele waren lange Zeit unter so einem Rechtfertigungsdruck, also dass man sie aus der Schmuddelecke auch rausholen musste. Aber so ganz genau erklären kann ich nicht, warum ich vielleicht auch selbst erst in den letzten Jahren drauf komme, meine Erfinderpraxis irgendwie akademisch ernster zu nehmen. Ist Spiel denn eigentlich noch Spiel, wenn es Arbeit wird? Ja, also die Sorge hat man auch nicht. Ich finde, ich habe eine zum Teil durch Glücksfälle erreicht, so eine schöne Position, wo ich weder ganz Spieleautor bin, noch akademisch irgendwie vielleicht eine Professur für Mittelalter als Kunsthistoriker dann angenommen und nichts mehr über Spiele machen könnte. Also ich habe eine ganz schöne Position, wo ich diese Welten verbinden kann, und deshalb empfinde ich es als kreative, spielerische Arbeit, diese Seiten auch hin und her zu spielen. Ich habe mich bei dieser Fragestellung, was zählt, aus deinem Seminar, bei dieser Fragestellung habe ich erstmal überlegt, was zählt überhaupt als ich in einem Spiel? Also es ist ja, ich habe da ein Spiel und habe da eine Figur, und es geht ganz schnell, dass ich sage, nicht ich bewege diese Figur, sondern ich bewege mich. Es passiert ja irgendetwas, dass ich mich mit diesem sehr abstrakten System des Spiels identifiziere. Was spielt da in mir? Wer spielt überhaupt? Man könnte die gleiche Beobachtung auch nochmal sozial umkehren auf die Spielegruppe. Was schreiben Sie der Figur zu? Also ich merke immer wieder, wenn wir im Seminarkontext spielen und ich jetzt mal irgendwie der Seminarleiter bin, dass diese Rollen extrem natürlich in die Spielsituation mitgenommen werden. Also diese Idee ist, wir legen unsere normale soziale Rolle ab
und nehmen im Spiel dann temporär was ganz anderes an und dann ist es so zeitlich begrenzt und gehen da wieder raus. Die stimmt zum Glück nicht, weil es auch extrem so eine Seminarsituation erstmal auflockert, wenn wir am Anfang spielen. Also umgekehrt geht es dann auch wieder zurück in das Seminar. Deshalb glaube ich, ist es immer auch schon im Spiel diese Verflechtung, ich bin's und ich bin's auch wieder nicht. Und wenn ich zum anderen gemein bin, kann ich sagen, naja, das hat das Spiel jetzt von mir gefordert. Ich wollte es eigentlich gar nicht und dann glaubt der andere mir es vielleicht doch nicht, hätte es mich ja doch schon können oder hat es ja doch eine Freiheit. Und ich glaube, diese Verwicklung, die finde ich sehr, sehr spannend. Also dieses reine Eintauchen in die Spielfigur ist für mich vielleicht gar nicht so das Entscheidende, aber es kann, kommt drauf an. Bei Kinderspielen natürlich ist nochmal eine andere Dimension. Also wenn man bei Hobi nicht die Maus durchs Mauseloch schiebt, bin ich sauer. Die darf nicht. Das muss sein. Und der Hase muss rüberhüpfen, natürlich. Das gehört dazu. Aber warum spielen wir überhaupt? Warum spielt der Mensch? Warum spielt er so wenig? Also ich frage mich immer, warum muss man so oft nicht spielen? Also ich empfinde es schon als eine reichere Situation, wenn man spielt. Also nicht als ein Ausklipsen von dem, es ist gewisserweise auch ein, es muss einem auch gut gehen, wenn man das machen kann, aber dann bereichert es die Situation um so viele Ebenen, dass das schon die Antwort ist, finde ich. Okay. Und seit wann spielt der Mensch? Naja, also es, wenn man es mal auf die Brettspiele eingrenzt, sind die ja schon 5000 Jahre alt. Das ist schon auch erstaunlich, wie alt die sind. Aber wenn man das jetzt über das Spielen generell urteilen will, gibt es ja sehr viele Tierpopulationen, wo der Begriff zum Beispiel auch angebracht ist, wenn es darum geht, bestimmte Verhaltensmuster zu adaptieren, erlernen, spielende Tierkinder. Ja, muss man immer auch gucken, inwieweit kann man das jetzt methodisch eingrenzen, was bedeutet dann noch Spiel, aber diese Offenheit des Ausgangs und so eine gewisse doch Beschränkung der Konsequenzen, dass ich eben den anderen nicht tot beiße, selbst wenn ich jetzt Jagen spiele, gibt vielleicht schon so Marker. Also ich glaube, dass das Spielerische, dieses unbestimmte Neue doch sehr alt ist und vielleicht sogar eben älter als die Kultur. Ja. Das ist ja auch Heusingers große These in seinem Homo Ludens. Ja, wir hatten ja auch Backstage schon kurz darüber gesprochen. Und da hast du ja die interessante These geäußert, dass das Spielen natürlich etwas zu tun hat mit der Sesshaftigkeit des Menschen. Also gerade das Brettspiel. Und dass die Mittel, derer sich das Brettspiel bedient, eigentlich seit jeher Dinge sind, die Verwaltungstätigkeiten waren. Also es liegt ja nahe, dass man, also eine Definition, was zu Brettspielen dazugehört, ist einfach auch das Mobiliar. Wir haben einen Stuhl, einen Tisch, wir sitzen jetzt ungünstig fürs Spielen, ne, von der Anordnung. Ist ein bisschen kommt zu das weit. Spiel drauf an. Aber wir brauchen sozusagen eine Unterlage und wir brauchen Sitzgelegenheit. Also das sind schon mal Voraussetzungen, die was vielleicht mit Sesshaftigkeit zu tun haben. Und das Zweite ist, wenn man sich die Spielsteinchen anschaut, diese kleinen Markierungen und schaut, was in der Zeit kulturell passiert, sind es eben die ersten mathematischen Mittel des Zählens, Zählsteinchen, Felder werden abgesteckt, da muss ich von Spielbrett vielleicht auch so was wie einen kartografischen Blick haben. Also ich glaube, es ist relativ deutlich in den Materialien, dass das Spiele sind, die diesen Prozess der Sesshaftigkeit voraussetzen oder ihn begleiten. Also die 5000 Jahre alten Spielen sind eben auch Grabbeigaben in diesen frühen Hochkulturen. Das heißt nicht, dass die anderen Kulturen keine Spiele gehabt haben, aber zum Beispiel
körperliche Ertüchtigung, Sport ist eine andere Sphäre als jetzt an diesen Tisch sitzen. Ja, und tatsächlich glaube ich, dass das so eine Wendung dieser Verwaltungstechniken. Ein bisschen kann man ja auch sagen, die Brettspiele sind ein bisschen durchgeknallte, bürokratische. Zum Teil. Sind wir das bis heute? Also wir sind ja beide auch auf der Spielemesse in Essen unterwegs und es ist immer wieder faszinierend und bunt, aber gleichzeitig auf diesen Tischen, das ist eine Überfrachtung mit kleinen Markern und kleinen Klötzchen, die also faszinierend, wenn man nicht in diesem Prozess drin steckt und an dem Tisch vorbeiläuft, denkt man, wie kann man da den Überblick behalten und wie kommt man da immer wieder rein, aber das wäre was vielleicht in die Richtung, These da. Ja, und dann passiert ja das Erstaunliche, wenn man dann selber am Tisch sitzt. Dann ordnen sich diese völlig unübersichtlichen Ansammlungen von Symbolen, Plättchen, Holzbausteinen, Karten und sonst etwas zu einem völlig schlüssigen System, dessen Regularium man irgendwann so weit verinnerlicht hat, dass man in eine Art von Flow kommt, was ja auch so das die Idealform des Spiels ist. Hast du eine Erklärung für diesen Moment, was da passiert in einem selbst? Also es ist natürlich, die Wahrnehmung ist was extrem Wichtiges, also dass ich merke, wie unterschiedlich kann ich Situationen wahrnehmen, wenn ich an ihrem Prozess beteiligt bin oder nicht. Und ich glaube, das macht genau Spaß, wenn du diesen Moment des Überblicks und des Einblicks und des Entdeckens von relevanten Dingen erlebst und das Spiel lernst. Und das ist sicher ein Grundprinzip von vielen auch alten klassischen Spielen. Ich meine, klar, jemand, der ein Leben lang Schach spielt, nimmt eine Schachsituation extrem anders wahr als jemand, der es anfängt. Und sowas passiert eben auch mit den modernen Spielen, nur nochmal mit einer Vervielfachung der Aufgaben, weil es eben immer so auch zufällige Auslagen sein kann, dass ich bei jedem Spiel wieder auf was anderes achten muss. Ich glaube, das ist, wenn es auf die richtige Spielegruppe trifft, dann einfach keine Überforderung, sondern genau das, was dann diesen Flow erzeugen kann. Wollen wir mal zum Handwerklichen kommen? Gerne. Wie stellt man das her? Wie entwirft man ein Spiel? Womit beginnt es? Bei dir habe ich gelesen mit einem Notizbüchlein. Notizbüchlein sind die ersten Ideen, ja. Und da lasse ich es dann immer so ein bisschen reifen und nehme es mir dann wieder vor. Ich mag es auch so in bestimmten Momenten, das einfach nochmal gedanklich im Kopf durchzuspielen. Was könnten die Haken sein? Wenn ich das Gefühl habe, die Idee taugt was, dann liebe ich es wirklich an die Pappen, Papier, Schere, Schneidemesser, Kleb. Das habe ich früher schon unheimlich gern gemacht, Dinge sinnlos auseinandergeschnitten und wieder zusammengeklebt. Also, das ist so eine Grundhandlung, die man dann mit Überlegung macht. Also wenn man etwas zusammen auf eine Karte klebt, dann kann man sie im Spiel nicht mehr trennen. Dann hat man zwei Informationen zusammengeklebt, wenn man sie mischbar macht, dann hat man schon wieder den netten Zufall mit am Tisch. Also solche Ideen muss man haben, dass man denkt, so könnte es funktionieren und dann bastelt man es und dann testet man es erstmal mit sich alleine aus. Mit sich alleine? Ja. Spielst du mit dir selbst? So ist es, genau. Also man spielt es durch und guckt, ob man es in der ersten Testgruppe zumuten kann oder ob irgendwelche so großen Haken noch drin sind, dass es sich irgendwie blockiert. Ja. Das sollte man schon machen. Okay. Und auch da, was ist die erste Inspiration? Also jetzt irgendwie ist es schon die schwierigste Frage, weil ich denke, das hat schon Komponist denkt in der Musik, weil er auch Stücke spielt und hört und dann irgendein kreativer Prozess in diesem Medium selbst stattfindet. Und genauso ist es, dass man aus Brettspielen kommen andere Brettspiele. Ja. Warum wir zum Beispiel bei Hubi kam ja auch die Idee, diese zwei Labyrinthe übereinander zu legen.
Also ich mag Labyrinthe und das sind ja eins für den Hasen, eins für die Maus, ja. Dass man das kombiniert. Also das ist etwas, wo man, das passiert ein-, zweimal, so richtig gute Ideen, ja, wahrscheinlich im Leben, und deshalb, mhm, kann man auch nicht sagen, warum. Ja. Schnapphubi ist ja insofern ein Sonderfall, als das ist eines der wenigen erfolgreichen, und das darf ich sagen, eines der wenigen guten Spiele, mhm, ist, die Elektronik, mhm, und analoges Spiel miteinander verbinden. Das, mhm, ist ein Spiel, das ich eher von einem Spieleentwickler, der einen mathematischen Hintergrund, mhm, hat, erwartet hätte, als von einem Professor für, mhm, Kunstgeschichte. Mhm. Nun hast du mir vorhin auch erzählt, du hast bereits in der 9. Klasse auf deinem Taschenrechner eine Golfsimulation programmiert, die angeblich in deiner Schule auch relativ großen Anklang fand. Hubi war tatsächlich... Braucht es mathematisches Denken, um Spiele entwickeln zu können? Ja, das sind schon zwei verschiedene Seiten, die da mitspielen. Also das sehr Visuelle, aber dann auch das Mathematische, das finde ich auch das Faszinierende an den Brettspielen, dass die kreativ zusammenkommen können. Und ich meine, bei Hubi war nochmal dieser Programmierskill. Also tatsächlich hatte ich früher auch in dem Bereich Computerspiel was gemacht, aber das ist irgendwie abgebrochen, da kenne ich mich auch zu wenig aus. Aber ich konnte noch so ein bisschen programmieren, und dann kamen die ersten Computer unserer Söhne, und ich wollte ihnen eigentlich zeigen, dass man da auch programmieren kann. Mhm. Und habe da dieses Basic rausgekramt, die Grundfähigkeiten, und dann war das mit diesem dreidimensionalen Labyrinth so ein Prozess, der sich dann gegenseitig, mhm, hochgeschaukelt hat, dass man dann, ja, eben diesen das, was nachher die Konsole ist, und dieser Geist Hubi als, mhm, ein Konsolencomputerprogramm, ja, geschrieben hat. Ja. Denn generell wird ja gerne so getan, als müsse man das Digitale und das Analoge gegeneinander ausspielen. Mhm. Und ich beantworte auch seit 10 Jahren immer wieder die Frage, wie das analoge Spiel boomt, aber es, mhm, gibt doch die ganze Elektronik, mhm, trotzdem. Und ich sage dann immer, ja, deswegen. Mhm. Das hat ja auch etwas mit Ausgleich zu tun. Ja. Auch mit dem Wunsch von dem elektronischen, von einem Bildschirmjob vielleicht dann, mhm, nach Feierabend in etwas anderes rüberzugehen. Mhm. Kann man die beiden überhaupt gegeneinander ausspielen? Also es gibt sicher einfach Stärken des Brettspiels, Besonderheiten, die mit dieser Situation zu tun haben. Wir sitzen sehr ruhig an einem Tisch, und diese Materialien sind eigentlich sehr geduldig. Die bleiben da liegen, wo wir sie hinlegen, und dann können wir sie kontrolliert verrücken. Also diese Situation, die der Besonderheit des Brettspiels ist, aber das, was wir vorher hatten über die Qualität von Spielen, die hängt nicht allein an dieser Gattung, sonst werden alle Brettspiele gut oder alle Computerspiele, mhm, gut. Also in jeder einzelnen, im Genre muss es unterschiedliche auch Dinge geben, nachdem man sie bewerten kann. Das würde ich mir für die Computerspiele einfach nicht zutrauen, weil ich da zu wenig Erfahrung habe, aber von dem, was ich da so am Rande mitkriege, im familiären und sonstigen Umfeld, gibt es da auch gute und schlechtere Spiele. Also ich glaube, es bringt tatsächlich nichts, das so gegeneinander auszuspielen, und ich halte es auch nicht nur für eine Kompensation, sondern es hat eher verdeckt, also die Entwicklung der Computerspiele, wie viel sich in den Brettspielen entwickelt hat. Also, da muss ich immer wieder darauf zurückkommen. Das sind ganz andere Spiele, und das hat sich parallel zu dem Computer entwickelt. Und natürlich bei dem Basteln, ich habe jetzt sehr stark auch nochmal die archaischen Materialien betont, mit Schere und Klebstift, aber wenn ich ein Spielprinzip aufbaue, muss ich auch sehr flexibel sein, muss ich variieren können, muss ich merken, in der einen Testrunde, der Zusammensetzung des Kartensatzes stimmt so noch nicht. Ich brauche von diesem einen Wert noch ein bisschen mehr. Das hat man früher natürlich auch mit Bleistift irgendwie auf einer Karte machen können und war flexibel. Inzwischen mache ich mir das durch Photoshop und Ebenen, wo ich dann die verschiedenen Dimensionen der Karte schon strukturiert in meinem Computerprogramm habe. Und das macht natürlich auch was mit dem Erfinden. Also ich glaube, dass schon in dem Prozess der Erfindung Brettspiele gar nicht so analog sind, sondern auch digitale Sachen benutzen, bis hin jetzt zur Art, wie über Brettspiele gesprochen wird, was da
auf YouTube für Blogger sind und das vernetzt wird, das ist natürlich auch wieder eingebunden, sonst wäre es kein aktuelles Phänomen. Also es bringt nichts, das so trennen zu wollen. Ja. Ich ahne natürlich, was du meinst, wenn du sagst, was sich im Bereich der Brettspiele getan hat. Aber kannst du es mal formulieren? Also ein so Schlüsselpunkt von dieser Aleatorik, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen darf, ohne sie zu langweilen mit so viel Mathe, das wollen wir ja nicht, aber ist, dass ich da die Monopoly tatsächlich mit Catan vergleiche. Ja. Weil Catan, glaube ich, ist ein bekanntes, erfolgreiches und wirklich so ein Türöffnerspiel für diese neue Art des Spielens. Und bei Monopoly hat man ja eben auch zwei Würfel und bei Catan hat man zwei Würfel, aber die machen in dem Spiel irgendwie was komplett anderes. Mhm. Und wenn man sich das dann genau mal anschaut, woran liegt das, ist zum Beispiel ein Ansatzpunkt dieser variable Spielplan bei Catan, dass ich nicht immer ein Feld habe mit einer Straßenanordnung, wo ich immer schon weiß, wo die teuersten und besten Straßen sind. Und die ist für alle sind es, die Schlossallee ist für alle die lukrativste Straße, sondern wo ich in der zufälligen Auslage immer wieder gucken muss, wo ist jetzt eigentlich hier ein Zentrum des Feldes? Ist es diesmal das Erz oder ist es das Getreide? Also diese Variation der Aufgabe, ein Punkt, wo man es festmachen kann. Und zum Beispiel diese Entscheidung, der Wurf, die Würfelsumme zählt für die ganze Spielerunde. Klaus Teuber hat gerade auch ein Buch geschrieben über Entwicklung von Catan und das war tatsächlich etwas, was im Prozess der Entwicklung reinkam, um diese Ungleichheit von Glück und Pech der einzelnen Spieler, der eine würfelt immer die guten Zahlen und der andere die unwahrscheinlichen, rauszunehmen. Da sieht man, wie hier eine zufällige Entscheidung genutzt wird, um alle vor die gleiche Aufgabe zu stellen. Das wären so zwei. Da sind Indizien. Wir schon wieder bei der nächsten Daseinsmetapher, ne? Bei der nächsten Daseinsmetapher. Richtig, also das Schicksal. Ja. Funktionieren Spiele wie so kleine soziale Systeme? Ja, in dem Sinn auch, dass die Dinge und die kleinen unscheinbaren Dinge viel mitzureden haben. Das ist ja im Moment auch so eine sagen wir mal, Denkrichtung, die im Zeitalter ökologischer Krisen extrem wichtig ist, dass wir eben auch die soziale Interaktion nicht abschneiden von der Umwelt, in der es stattfindet, von den Ressourcen, die verbraucht werden, von den Dingen, die dabei entstehen. Also welche Agency haben eigentlich die Materialien? Und das finde ich einen sehr interessanten Punkt der Brettspiele, dass so kleine, unscheinbare Dinge wie Spielkarten und wie Ressourcen, kleine Plättchen, durch die Anzahl, in dem sie im Spiel sind, das Spiel mitprägen können und auch unsere Interaktionsformen dann mitbestimmen. Hast du eine Erklärung für den momentanen Boom der Brettspiele? Okay, was im vergangenen Jahr passiert ist, da gab es im Bereich der Erwachsenenspiele zum Beispiel Zuwächse von 50% im Umsatz. Das lässt sich mit Sicherheit auf Corona zurückführen, darauf, dass die Leute eben auch nicht viel Möglichkeiten hatten, sich anders zu beschäftigen, aber auch in den Jahren davor waren es immer um die 10%, in diesem Jahr nochmal 14% obendrauf. Hast du eine Erklärung dafür, warum dieses Genre gerade so boomt oder dieses Kulturgut? Dann kommen wir gleich auch zu der wichtigen Frage, ist es überhaupt ein Kulturgut? Wir vom Verein behaupten das ja immer und ich bin davon auch überzeugt, aber das kann man ja auch in Frage stellen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass mehr Spielerinnen und Spieler diese neue Form von Brettspielen entdecken, auch international. Ist ja auch ganz überraschend, wie das weitere Kreise zieht und die erfolgreichen Spiele inzwischen weltweit in über 30 Sprachen übersetzt werden, ganz unterschiedliche, sich auf ganz unterschiedliche Spielkulturen treffen, aber dort auch begeistern können. Und ich glaube, das hat schon etwas mit dieser neuen Qualität der Brettspiele
zu tun, wo ich sofort sage, Kulturgut, das klingt immer auch so ein bisschen, ich finde es Gefahr, das so stärker statisch zu machen oder auf den Sockel zu haben, das wollen wir ja eigentlich gar nicht, sondern wir wollen damit sagen, es gibt gute Spiele und schaut euch die mal an und spielt das mal. Auf der anderen Seite war natürlich Corona auch eine extreme Behinderung für das Entwickeln von Spielen. Ja. Das möchte ich an der Stelle auch mal dazu sagen, bevor für wir das Testen von Spielen auch, ja. Bevor, genau, weil man eben zurückgeworfen war auf wirklich eine Kerngruppe und man sich nicht mehr mit Redaktionen treffen konnte und normalerweise spielt man auch Prototypen zusammen noch durch, um sie rund zu schleifen, hat so seine verschiedenen Testgruppen. Das ist natürlich alles weggebrochen. Ja. Okay. Ich hatte jetzt fast gehofft, du sagst mir, das hat etwas damals mit einer neuen Form von Sesshaftigkeit oder zumindest der Sehnsucht danach zu tun, sodass wir den ganz großen Bogen vor 5000 Jahren schlagen können. Es wäre klar, also ich meine, Brettspiele können schon auch eine sehr ressourcenschonende Art sein, wobei man jetzt auch zum Beispiel in der Brettspielindustrie wieder ein Papierproblem hat, also die aus verschiedenen Gründen sind ja gerade bestimmte Wirtschaftszyklen am Stocken und man hat inzwischen Vorlaufzeiten von über einem Jahr, wenn man jetzt Druckdaten gibt, um sozusagen die richtigen Pappen zu bekommen. Aber trotzdem, ich glaube, es ist natürlich eine ressourcenschonende, energiesparende Form des Spielens, die ohne Elektronik auskommt. Und also ich finde es tatsächlich faszinierend, mit welch einfachen Materialien, die immer wieder gleich reproduziert werden, wenn das Spiel mal fertig ist in der Packung, wie viele vielfältige Spielweisen dadurch möglich werden beim guten Spiel. Dass eben nicht vorgeschrieben wird, du kannst es nur auf diese Art gewinnen, sondern entdeckt es in eurer Gruppe, schaut, was eure Gruppe damit macht und ihr habt die Chance, dass ihr in der einen Gruppe es anders gespielt wird als in der anderen. Und das ist so für mich der Kern der Faszination, wo ich glaube, das könnte auch was damit zu tun haben, dass die Brettspiele uns tatsächlich in der heutigen Situation etwas sehr Aktuelles und Modernes auch zu sagen haben. Was hältst du vom Brettspielen als Erzählmedium? Eine Entwicklung, die wir in den vergangenen Jahren haben, ist ja, dass Spiele zunehmend Geschichten erzählen, zum Teil auch nur dann einmalig zu spielen sind, weil sie dann halt erzählt sind. Bei dem Spiel, was früher unvorstellbar war, eben auch Teile des Materials zerstört werden. Es scheint ja eine der großen Entwicklungsspuren. Ja. Tatsächlich, glaube ich, haben auch diese Rätsel dann natürlich eine bestimmte Form, die variiert wird. Und ein Thema, das hilft, dieses Spiel als kleines Modell zu verstehen, für auch die Geschichte, dann wird die Geschichte stark und wird auch das Spiel stark, wenn sich das so hin und her spielt. Also das ist schon ein wichtiger Punkt, diese Narration. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dieses Spiel in seiner Kombinatorik macht dann noch ein bisschen mehr, weil es doch immer wieder die Geschichte variiert erzählt. Also ich bin manchmal auch ein bisschen vorsichtig, das rein so als narratives Medium zu verstehen. Ich hätte was anderes gefragt, wo hört das Spiel auf? Also jetzt gar nicht in dem Sinn, wo hört der Spaß auf oder so weiter, aber es gibt so viele Metaphern des Spiels und du spielst Musik, habe ich mir sagen lassen. Ich liebe das Schauspiel. Wir haben es zunehmend auch bei unserer Juryarbeit mit Spielen zu tun, wo manche sagen, das ist doch gar kein Spiel, weil es eben so was Besonderes ist, was dort passiert. Irgendwo ist ja die Grenze dessen, was diese Form von Spiel von anderen Spielarten, da ist dann schon wieder so eine Metapher, unterscheidet. Also die unterschiedlichen Spielformen, das ist natürlich schon schwindelerregend, was alles Spielen sein, aber auch schön. Oder was ist nicht Spiel? Also tatsächlich finde ich es einfacher, man kommt dann schnell in diese Vorstellung rein, dass ich harte Grenzen ziehen will. Aber
Wenn ich nach spielerischen Elementen sage und ich sage, in der Alltagssituation kann ich durch ein kleines Wortspiel eine Situation auch retten. Ja. Mhm. Ist das jetzt Spiel oder ist es nicht Spiel? Also darauf kommt es jetzt gar nicht an. Ich habe was Spielerisches reingebracht. Also das Spiel scheint doch irgendwie etwas auch öffnen zu können, für Neues öffnen zu können und ein nicht festzulegen. Und das ist eine sehr wichtige Funktion des Spielens. Und ich könnte mir vorstellen, da ist auch die Kernbedeutung des Begriffs. Aber deshalb will ich gar nicht so sehr über dieses Spiel-Nicht-Spiel so als feste Grenze nachdenken, sondern eben über Bewegung. Wie kann etwas mehr spielerisch werden oder wo habe ich das Gefühl, wir müssen jetzt auch wieder eine gewisse Festigkeit und Verlässlichkeit bekommen und das Spiel wird in der Hinsicht auch zu viel. Also das ist auch nicht nur der positive Pol und auf der anderen Seite das Negative, aber solche Spielbewegungen, die von der Arbeit ins Spiel laufen oder vom Spiel in die Arbeit zurück, solche Prozesse sind vielleicht interessanter zu beobachten als diese starren Dichotomien. Nenn mal ein Beispiel. Nehmen wir mal ein Beispiel, nehmen wir mal einen Spieleautor, okay. Nehmen wir mal einen Spielekritiker. Ja. Ich hatte nämlich vor, haben wir ja nicht abgemacht, dass du noch Fragen stellst. Ich Nein, aber du stellst keine. Drehen wir das Spiel doch mal um. Also auch ein Spielekritiker macht ja in gewisser Weise jetzt sein, was vielleicht als Hobby oder als Passion anfiel, zu einem Beruf. Genau. Und das Gleiche ist, was anderes Ähnliches ist mit Spieleentwickler. Ja. Also wie macht man das, dass man den Spaß am Spielen nicht verliert? Ist das in den letzten Wochen vor der Juryentscheidung so lustig, dann die drei Haupttitel hoch und runter zu spielen? Das, ja, irgendwann ähnelt es fast so was wie Arbeit. Ja. nein, es ist natürlich immer toller, ein Spiel, egal ob es gut oder schlecht ist, denn zu dem Zeitpunkt weiß man es noch nicht, das erste Mal zu spielen. Und in den letzten Wochen vor einer Entscheidung, wenn man denn dieselben drei Titel dutzendfach spielt, ist es irgendwann auch kein Spaß mehr. Aber es kommt ja immer Neues nach, das ist ja das Schöne. Und es gibt ja, man weiß ja, es gibt dann die Zeit, und dann ist die Wahl getroffen und dann sind auch ein paar Wochen Zeit, bis die nächsten Neuheiten kommen. Dann kann man mal wieder alte Lieblingsspiele spielen oder vielleicht auch einfach mal 4 Wochen Pause machen, selbst das soll es mal geben. Aber, das Medium ist ja so reichhaltig, dass es ja immer wieder etwas Neues gibt. Also ich vergleiche Spielen so manchmal mit ein bisschen mit so einem vollen Fernsehprogramm. Also vielleicht hat man den einen Tag Lust auf eine Quizshow. Vielleicht muss es am nächsten Abend unbedingt Arte sein, aber manchmal braucht man auch RTL-Trash. Diese Wahlmöglichkeiten bietet ja auch dieses Medium. Ja. Aber das war und im Gegensatz zum Fernsehen ist das etwas, was ich nicht alleine mache, sondern ich mache es in immer neuen Konstellationen an Menschen. Und dadurch entstehen immer neue Dynamiken und dessen werde ich nicht müde. Du hattest gerade eben so einen Punkt, wo du genau das eigentlich erzählt hast, was du vorher gefragt hast, oder diese Grenze vom Spiel zur Arbeit. Ja. Also es kann bei einem und demselben Spiel in einer Runde plötzlich ist man nicht mehr in diesem spielerischen Flow drin und in der anderen Runde am anderen Tag passiert jetzt wieder irgendetwas, dass man sich im Spiel fühlt. Das ist nicht einfach zu erklären, was das dann genau ist. Genau. Aber das sind solche Übergänge, die an einem und demselben Spiel passieren können oder nicht passieren können. Und es ist ja so ein seltsamer Moment der Freiheit, der inneren Freiheit, der ja gerade durch so ein Regularium zu entstehen scheint. Faszinierend, ja. Ja, und das ist dann irgendwie auch die Güte des Spiels, nach der wir suchen, wenn das ein Spiel immer noch schafft. Also ich erinnere mich an Schnapptubi, wo ich eben auch dieses Programm dann debuggen musste, diesen Computer auf Fehler. Und das hat man natürlich auch in Runden gemacht, aber man hat es auch dann da auch nochmal mit dem Programm durchgespielt und gesteckt. Und selbst da merkte ich dann es trat natürlich dann eine Sättigung ein, aber irgendwie macht es Lust zu gucken, was kommt jetzt für ein Labyrinth raus. Das war wirklich so eine Außenperspektive und ich weiß nicht, warum es da funktioniert und bei anderen Spielen. Ja.
Ja, ich kann mich auch noch gut an diese letzte Woche vor der Juryentscheidung erinnern, als ich jeden Satz, den dieses kleine Gerät von sich gibt, auswendig mitsprechen konnte. Aber dann, dass eben auch mit Kindern gespielt haben, die wieder und wieder voll auf begeistert waren davon. Und meine Begeisterung hatte dann zugegebenermaßen zum Schluss ein bisschen gelitten, aber ich bin immer noch früh über die Entscheidung. Ja. Ja, also aber es ändert sich. Und dann habe ich es ein paar Jahre später mit meiner jetzt kleinen Tochter gespielt und ich fand das wieder großartig. Also das ist definitiv ein Spiel, das die Zeiten überdauert. Aber mal gucken, ja. Man merkt halt, wie selten es gelingt. Ja. Und deshalb, einem selbst, wenn man sozusagen, man versucht es immer wieder, man kann es nicht einfach kopieren. Ja. Wollen wir noch mal ernsthaft werden? Ja. Ja, also was einhergeht mit der größeren Aufmerksamkeit für Brettspiele, ist eben auch der Blick darauf. Und zwar auch der Blick außerhalb der Blase. Und insofern macht sich jetzt auch gerade so ein gewisses Nachholbedürfnis bei dem Umgang insbesondere mit gewissen Themen im Brettspiel bemerkbar. Es hat jahrzehntelang Spiele gegeben, in denen relativ freimütig mit Themen wie Kolonialismus zum Beispiel umgegangen wurde. Und da ist jetzt eine, wie ich finde, längst überfällige Diskussion in Gang gekommen, die aber längst noch nicht abgeschlossen war. Abgeschlossen ist und wahrscheinlich auch nie sein kann. Und auch hier sitzen jetzt mit uns beiden zwei Menschen auf dem Podium, die in ihrer Diversität ja relativ gut abbilden, wie die Spieleszene, zumindest was die Autoren und die Kritikerschaft angeht, abbilden. Was muss passieren, was müssen wir hier noch lernen, mit welchem Blick gehst du selber an die Arbeit, an Spielen ran? Gibt es Themen, die sich heute einfach verbieten, an die du früher anders herangegangen oder lockerer herangegangen wärst? Also ich glaube, dass die Tatsache, dass die Brettspiele so unter dem Radar durchgesegelt sind oder man die Modernität mancher Spielsysteme gar nicht so gesehen hat, auch so ein schon in vielen Spielen und in der Themenwahl mit drinsteckt. Also das gerne älter daherkommen, als sie sind, also durch, sagen wir, harmloser irgendwie Themen aus dem Mittelalter oder dann nicht mehr harmlos versteckter oder offener Kolonialismus. Und natürlich muss ich dann auch immer wieder gucken, inwieweit bildet sich das auf den Regeln ab, passt es überhaupt zum Regelwerk? Und wenn ja, kann ein Spiel ja immer auch die Möglichkeit sein, das dann auch zu reflektieren. Aber wir müssen damit auf alle Fälle bewusster auch umgehen. Was ich im Moment spannend finde, ist solche Spiele, die sowas wie ökologisches Gleichgewicht auf das Balancing von Spielen abbilden. Flügelschlag haben wir prämiert, das finde ich ein sehr schönes Spiel, wo das über das Thema auch gelungen ist, eins so mit rein zu ziehen, wo man was wie Ressourcenvielfalt und Artenvielfalt nochmal denkt, mit Bezug auf dieses Thema. Und das macht etwas mit der Art, wie wir Mechanismen sehen, wenn ich das nicht als Roboter und als Maschine sehe, die ich irgendwie optimieren muss, sondern als Akteure, die sich in einem Lebensraum bewegen. Man muss vielleicht kurz erklären, Flügelschlaf ist ein ausgezeichnetes Spiel, bei dem es darum geht, unterschiedlichste Vögelarten in ihren Biotopen anzusiedeln. Und eben nicht darum, irgendwelche Eroberer in irgendwelchen Ländern. Es ist von einer Frau entwickelt worden, was relativ selten ist, die eben auch Elisabeth Hargreaves, die eben auch sagte, sie habe sich in diesen ganzen historischen Themen nicht wiedergefunden, sie wollte mal ein Spiel über etwas machen, das sie interessiert. Es ist ein Multitasking-Spiel, also es gibt sicher so Anknüpfungspunkte, was man so in historischen Szenarien auch mit, aber es denkt es nochmal neu mit Bezug auf dieses Thema und es funktioniert wirklich sehr gut, dass ich auch sehr unterschiedliche Gruppen da zum gemeinsamen Spielerlebnis bringe. Also das finde ich eine interessante Entwicklung. Ja. Müssen wir noch genauer hingucken. Ne? Ja, das ist ja auch deine Aufgabe. Was hast du denn in Essen so gesehen? Was ich in Essen gesehen habe, ist tatsächlich eine
Linie dahin. Ich hatte auch vergangene Woche auf meiner monatlichen Spieleseite, kleiner Werbeblock, keine Probleme, eine Seite zu machen, nur mit Spielen, die im weitesten Sinne mit ökologischen Themen zu tun haben. Und das eben auch Spieletypen, Legespiele sind so ein Klassiker für Spiele, wenn man sich keine großen Gedanken macht, dann geht es gerne mal um Eroberung, Gebietserschließung und so weiter. Da ging es dann aber um möglichst große Tierherden in der Savanne. Savannepark. Savannepark, ja. Von besagtem Altmeister Wolfgang Kramer und Michael Kiesling. Das ist definitiv eine Entwicklung. Das Thema Ressourcenknappheit hatten wir ja vorhin auch schon kurz, aber ich glaube auch, dass da ein Umdenken der Verlage stattgefunden hat. Es muss nicht immer die große Packung, auch wenn es auch die sein, wenn es auch die kleine ist. Es gibt Sorge dafür, dass das Publikum denkt, wenn ein Spiel nicht groß genug ist, kann es ja nicht wert sein. Wir beide wissen, dass dem nicht so ist. Es kann auch ganz viel Spiel in ganz kleiner Packung stecken, aber das muss ich erstmal entwickeln. Das sehe ich so als eine Entwicklung. Und ansonsten, und da frage ich mich inzwischen, ob das tatsächlich nur ein Spielegenre ist oder inzwischen etwas ganz, ganz anderes, ist dieser gewaltige Boom an Krimispielen. Krimispielen, Escape-Spielen, Spiele, die, wir hatten es vorhin auch schon kurz angeschnitten, teils eben nur ein einziges Mal zu spielen sind, wo man in der Gruppe einen Fall löst. Was mindestens die Grenze zum Rollenspiel touchiert, wenn nicht sogar manchmal überschreitet. Und wo ich mich in manchen Fällen nicht auch frage, ob das nicht vielleicht schon eher eine Romanform zum Spielen ist, als ein Spiel, das erzählerisch ist. Aber man könnte es ja auch über dieses, sagen wir, das Gattung des Rätsels denken. Das ist ein Rätsel, das gestellt wird mit Narration. Tatsächlich ist es ein wenig auch dem entgegengesetzt, was ich vorher gesagt habe, mit der großen Variabilität der modernen Spiele, dass sie in einem Spielsystem so möglichst viele variable Aufgaben stellen wollen. Das ist sowas wie eine Gegenbewegung, dass ich jetzt wirklich eine Schachtel, ein Rätsel und dann ist es aber auch gelöst und dann gibt es eine vergleichbare Schachtel. Ich tatsächlich für mich als Spieleentwickler sehe ich die größere Schwierigkeit und Herausforderung mit den gleichen Materialien so eine Vielfalt hinzubekommen. Mhm. Aber natürlich sind es auch interessante Spiele. Ja. Ne? Ja. Die Stunde ist quasi vorbei. Sind wir der Antwort auf die Frage, was ein gutes Spiel ausmacht, näher gekommen? Ja, das würde ich jetzt gerne vielleicht als unsere Zuhörer zurückspielen. Also Zeit verging recht schnell, während wir hier gesprochen haben. Was meinst du? Also hast du noch was? Ja. Oder wollen wir die Fragerunde öffnen? Ich glaube, das war doch auch noch vor. Wir können die Fragerunde. Ja. Also ich danke dir jetzt für deine Fragen. Ich hatte gehofft, dass wir jetzt hier noch ein schlaues Schlusswort hinlegen, aber ein schlaues Schlusswort. Fällt es uns doch ein. Ich glaube auch. Gibt es Fragen? Also mich würde interessieren, wie ihr Legacy-Spiele einordnet, weil ich finde, das ist nochmal eine ganz eine Kontakt irgendwie zwischen den Spielautorinnen und den Spielerinnen. Weil wir bilden uns ja, wenn wir Legacy-Spiele spielen, ein, dass wir die Welt neu erfinden, aber das ist ja auch schon alles vorbereitet. Also wie würdet ihr das einordnen? Akustisch richtig. Legacy-Spiele. Muss man vielleicht auch erklären. Es gibt sogenannte Legacy-Spiele, die ein bisschen funktionieren wie eine Fernsehserie. Das heißt, man spielt über mehrere Partien eine Geschichte. Nach jeder Partie endet sich das Spielfeld, kommen neue Materialien hinzu, werden andere weggeworfen. Das Spiel verändert sich von Partie zu Partie und irgendwann ist es abgeschlossen und dann kann man das in der Regel auch nicht länger spielen. Die bekanntestes Beispiel sind die Pandemic Legacy Spiele, von denen es drei sogenannte Seasons gibt, also auch da wieder die Fernsehserienanalogie.
Die Frage war, wie wir das einschätzen, was wir davon halten. Also jetzt mal in aller gemessenen Euphorie, also ich finde, die stehen mit für das, was wir heute als das goldene Zeitalter des Brettspiels bezeichnen, weil es einfach Spiele sind, die auf ganz neue Art und Weise zeigen, was Spiele erzählerisch können. Und ich glaube, ein Aspekt Ihrer Frage war auch, natürlich ist alles in Grenzen vorbereitet. Wir begeben uns ja schon noch in die Hände derer, die das Spiel entwickelt haben und die eine bestimmte Geschichte abstecken. Das ist eine Situation, die wir, glaube ich, in jedem Spiel haben. Wir müssen uns in jedem Spiel einlassen auf das, was uns die Autoren da hinwerfen. Und der geniale Moment entsteht dann, wenn die Illusion entsteht, dass es trotzdem genau mein Spiel ist. Ich glaube, es ist tatsächlich immer diese Form zwischen, diese Mischung aus fester Form und persönlichem Geistesblitz. Oder zumindest die Illusion davon, die Spiele so reizvoll macht. Und das gelingt ja auch nicht bei allen Legacy-Spielen gleich gut. Also ich glaube, in diese moderne Entwicklung ist immer wieder dieser Wunsch nach einer neuen Herausforderung auch eingeschrieben. Also dass ich jetzt nicht sage, ich habe mein klassisches Brettspiel, das begleitet mich seit meiner Kindheit, das habe ich in der Familie immer schon gespielt, das spiele ich jetzt ein Leben lang. Wir hatten da hinten Sagerland. Ja, das gibt es auch. Aber sagen, es ist ja auch nicht so, dass mit Catan jetzt alle nur noch Catan spielen, sondern es ist ein Türöffnerspiel. Das heißt, wer Catan spielt, fängt an, sich ein Spieleregal anzuschaffen und stapelt da dann Dinge rein. Und ich glaube, in dieser Bewegung würde ich jetzt auch diese Einmalspiele einordnen, die dann sagen, es ist immer wieder eine Herausforderung, die ich jetzt in die Materialien reinbringe. Das hat natürlich auch was Kommerzielles. Klar, wir wollen das jetzt auch gar nicht so idealisieren, dass man auch einmalige Schachteln dann verkaufen kann. Oder wenn man sagt, man macht ein Exit-Spiel für 10 Euro und verkauft davon 20, ist das. Aber das ist natürlich alles legitim. Ja, finde ich tatsächlich. Ja, also ich auch. Man kann 10 Euro unsinniger ausgeben. Was für einen guten Abend. Ja, ich meine, man geht ja auch immer wieder in andere Filme zum Beispiel. Oder Bei Catan muss ich ja immer grinsen. Also als Catan groß war, steckte ich fest in irgendwelchen komischen, fantastischen Spielen und irgendwann kam eine WG an, hier, total komplex, musst du dir mal angucken. Und dann waren das so ein paar Seiten Regeln und ich war 100-seitige englischsprachige Regelbücher gewöhnt und dachte, ach Mensch, ja, das ist ganz nett. Aber es hat zumindest dazu geführt, dass ich mir wieder genauer angeschaut habe, was Brettspiele so sind. Gibt es weitere Fragen? Ich wollte mal den Spieleautor mal fragen, das Camel-Up kennen wir auch ganz gut, da würde mich mal interessieren, war das gleich von Anfang an so erfunden oder also zum Beispiel mit den Kamelen, mit der Würfelpyramide oder ist das dann das so noch im Nachhinein verbessert worden oder vielleicht auch von anderen Leuten noch beeinflusst worden? Das würde mich mal so ganz konkret mal interessieren. Also es war von Anfang an die Würfelmaschine. Das war die Grundidee, dass ich zwei Informationen da zufällig bestimme, die Farbe und dann die Punktwerte. Und das war das erste Ding, was ich auch gebaut habe, mit dem rumexperimentiert habe. Und der nächste Schritt war dann stapelbare Figuren, die den Rennen machen. Tatsächlich waren das von Anfang an Kamele, weil das irgendwie von der Form, von der Passung her eine ganz lustige Ästhetik auch hatte. Also diese zwei Grundelemente, die waren sehr früh fest und so in weiteren Entwicklungen wurden noch kleinere Elemente dazugekommen, aber das hat über fast 10 Jahre gedauert, weil es kein Verlag haben wollte. Tatsächlich? Yes. Ich meine, bei Catan gibt es ja auch den Running Gag, dass eine Redaktion sagte, das Spiel ist ganz gut, aber wir wollen noch Dinosaurier drin haben, sonst verkauft sich das nicht. Klassisches Fehlurteil, also ganz krass war es bei meinen Kamelen nicht. Ja. Aber das war schon bei den großen Verlagen auch erstmal reihum. Ja.
Ich hatte noch nicht so viele Veröffentlichungen, aber ja, selbst mit dem Kubi, da war dann das Kinderspiel des Jahres, war immer so kurz, also es wurde irgendein Reiz erkannt, aber ich glaube, es war diese Wettthematik, wo die Großen irgendwie sagten, das wollen wir das anpacken. Ja. Wie viel Frusttoleranz musst du denn mitbringen? Viel, also, ja. Aber das sagen wir mal, es macht so viel Spaß, so ein Spiel zu entwickeln. Also ich habe das jahrelang wirklich, ohne auch diesen Verlagskontakt zu forcieren, man muss sagen, das erste Spiel ist das Schwierigste, weil dann auch die Kontakte aufbauen muss und da hartnäckig sein muss. Aber da muss man schon eine große Frusttoleranz haben. Ja. Du hast auch mal gesagt, die Uni sei dein Standbein und die Spiele seien dein Spielbein. Ich habe heute Abend den Eindruck gewonnen, dass sich das zunehmend mischt, also dass auch das Standbein durchaus tanzen kann. Ich würde, sehr, sehr nett, ja. Nee, in vielfacher Hinsicht dreht sich das auch ein bisschen um. Nee, das hat was, wenn man Spiele wirklich als Standbein haben kann, um damit auch akademisch wieder ein wenig Freiheit zu haben. Ja. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu Monopoly tatsächlich. Mhm. Und zwar ist ja, das haben Sie auch schon ausgeführt, eigentlich das Interessante an dieser Entwicklung, dass es ja ein Spiel ist, das Kapitalismus bzw. Gesellschaftskritik eigentlich übt. Sie haben jetzt ausgeführt, ne, wir haben Spiele, die Geschichten erzählen, wir haben Spiele, die vielleicht historisches Lernen ermöglichen, Spiele, die ökologisches Lernen ermöglichen. Inwieweit gibt es auch zumindest den Versuch aus Autorensicht, gesellschaftskritische Spiele zu kreieren? Und wenn ja, es misslingt ja bei Monopoly, weil eben, Sie haben das beim Kolonialismus-Thema angesprochen, eben die Reflexion beim Spieler nicht passiert. Was wäre eine Strategie für Sie als Autoren, so eine Reflexion beim Spieler vielleicht anzuregen? Also ich finde es, wenn ich anfangen darf, also prinzipiell wichtig, dass man in der Spielerunde erlebt, dass Regeln gestaltbar sind. Also ich erlebe immer wieder, dass das so hingenommen wird, dass das Spiel eben so ist, wie es ist und dass man es nicht verändern kann. Also wenn diese modernen Spiele dazu beitragen, dass man diese Flexibilität der Regeln auch erlebt, dann finde ich das schon einen wichtigen sozialen Faktor. Ob das mit dieser Kritik eben immer so funktioniert, unterschätzt vielleicht auch die Freiheit der Spielerunde wirklich. Also es ist wirklich verblüffend, zum Beispiel Monopoly, dass es so anders gekommen ist, dass es anders gespielt wird, als es eigentlich gedacht ist. Aber vielleicht gibt es da auch gute Beispiele von... Es ist immer schwierig. Es gibt ja durchaus Versuche, ernsthafte Inhalte spielerisch zu transportieren. Das geht nur sehr, sehr selten auf. Also ein Beispiel, das mir positiv einfällt, heißt Les Poilus. Ist ein kleines französisches Kartenspiel, das spielt in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges, und zwar aus Perspektive derer, die dort drin sind und einfach leiden und kaputtgeschossen werden und hungern. Und es ist ein niederschmetterndes Spiel und es ist als solches großartig. Es ist nur halt überhaupt nicht das, was man von einem Spiel möchte. Denn von einem Spiel hat man eben doch das Gefühl, man ist dann, die Laune sollte danach idealerweise zumindest nicht schlechter sein als vorher. Dieses Spiel macht einen wirklich fertig. Also ich habe das einige Male gespielt und danach sitzt man erstmal bedröppelt da und schweigt sich an. Das ist nicht das, was der Großteil der Menschen von einem Spiel erwartet. Es ist tatsächlich nicht einfach. Und wenn wir bei Kolonialthemen sind, man hat sowas früher durchaus mal weggelacht, wenn Arbeiter oder Kolonisten im Spiel auftauchten. Das waren braune Klötzchen. Das kann man heute nicht mehr. Und es ist dann sicherlich Sache desjenigen, der spielt, ob er das jetzt einfach als abstrakten Mechanismus eines ansonsten interessant gestalteten Spiels betrachtet oder tatsächlich als eine historische Zumutung. Und die Entwicklung geht eindeutig in letztere Richtung. Es gibt ein Spiel, Puerto Rico, ist inzwischen 20 Jahre alt, galt lange als
das beste oder eines der besten Spiele, je nachdem, welchen Rankings man da traute. Da ging es genau eben auch um Kolonialisierung und um Kolonisten. Inzwischen sind die Holzklötzchen lila. Und es gibt in der 2020 veröffentlichten Neufassung dann zumindest eine Anmerkung, die das historisch ein wenig einordnet. Aber da hat der Verlag jetzt Agenten für kulturelle Diversität engagiert, um diesem Spiel bei gleichbleibenden Mechanismus einen komplett anderen Handlungshintergrund zu geben. Vielleicht ist das der Weg, dass man einfach guckt, dass die Fairness, die man am Spieltisch erwartet, eben sich auch in den Inhalten niederschlägt. Ich habe eine Frage zu Computerspielen und Brettspielen. Das trennen Sie ja sehr stark, beziehungsweise bei Ruby scheint das ja so eine kleine Überschneidung zu geben. Aber ich hatte mal die Erfahrung gemacht, wir haben in einer WG damals Heroes of Might and Magic am Computer gespielt, ein rundenbasiertes Spiel. Und irgendwann hatten wir aus dem Museum so ein Tablet, Riesending, und es gab es dann auf dem Tablet, dann haben wir das auf den Tisch gelegt und haben damit dieses Heroes of Might and Magic am Tisch gespielt, also im Prinzip Tabletop. Und da hatte ich dann auch so den Gedanken, natürlich, man kann so ein Tablet ja auch, da kann man ja auch Spielfiguren draufstellen und das kann die auch erkennen, wenn die unten richtig beschichtet sind. Und mittlerweile, jeder hat Handys, die irgendwie miteinander agieren können. Man könnte ja viele Sachen machen, die ein Brettspiel haben, wo dann zum Beispiel diese 200 Seiten Regelwerk irgendwie nicht mehr von mir ausgerechnet werden oder gemerkt werden müssen, sondern das kann mein Handy machen und ich kann mich dem Spaß widmen. Warum wird das so, gefühlt so wenig gemacht? Warum werden diese Materialien nicht mit einbezogen? Also grundsätzlich, das werden sie zum Teil. Es gab auch mal den Versuch, eine solche Plattform zu installieren, wo halt ein Tablet halt als wechselndes Spielbrett war. Das scheiterte ein bisschen daran, dass die Spiele, die diese Firma entwickelte, nicht sonderlich gut waren. Und es gibt diese Mischformen. Es gibt eigentlich inzwischen zu fast jedem größeren Spiel eine Erklär-App oder es gibt Apps, die einem das zusammenrechnen. Gerade war als Kennerspiel des Jahres nominiert Fantastische Reiche, was ein sehr leicht loszuspielendes Spiel ist, bei dem aber, wenn man uninitiiert ist, am Ende mal eine halbe Stunde sitzt und Sachen gegeneinander ausrechnet. Mit der App schiebt man einfach ein paar Karten hin und her und der Rechner macht das. Es gibt auch Spiele, Abenteuerspiele, zum Beispiel mit Herr der Ringe Hintergrund, wo ein Tablet oder ein Smartphone die ganze Buchhaltung übernehmen und auch so als so eine Art Erzähler zu fungieren. Diese Mischform gibt es schon. Und ich glaube, keiner von uns beiden würde jetzt eBay schreien, wenn irgendwo Elektronik ins Spiel kommt. Es ist halt einfach nur die Frage, wo es sinnvoll ist und wo nicht. Und es gab halt eine Zeit lang den Versuch vieler Verlage, elektronische Komponente in das Brettspiel selbst zu integrieren. Und da sind halt wirklich nur ganz, ganz wenige Beispiele bei rausgekommen, bei denen es sich gelohnt hat. Und was tatsächlich manchmal auch ganz ist eins davon. Was tatsächlich manchmal auch an der technischen Realisierbarkeit dieser Idee, dieser kleinen, relativ preiswert zu produzierenden Computerchips lag. Also ich hatte ein Spiel, das auch eine elektronische Komponente gehabt hat, wo lang gekämpft wurde um die Produktion, es nie rauskam, weil es an einer technischen Hürde dann letztlich gescheitert ist. Also ich glaube, dass die Bereiche tatsächlich mehr zusammenwachsen werden, wenn es auch Tablets größer werden. Aber das, was die Brettspiele eben da einzubringen haben an Entwicklungen, wie das Spiel gestaltet ist, wie die ineinander greifen, das ist ein Schatz, der in diesem Medium weiter gedacht werden kann. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber ich finde tatsächlich, man sollte noch mehr diese Verbindungen versuchen zu denken. Noch
Nochmal eine Frage an Herrn Golisch. Habe ich richtig verstanden, dass Sie auch in der Spiel des Jahres Jury immer drin waren? Also, ich bin Mitglied des Vereins Spiel des Jahres und bin Teil der Jury Kinderspiel des Jahres. Das bin ich seit 10 Jahren. Meine Frage wäre dann, sind die Entscheidungen immer relativ schnell gefallen, welches Spiel dann der Gewinner wird? Oder wurde da teilweise auch sehr hart diskutiert oder los am Ende gezogen? Oder? Genau, wir würfeln das aus, das ist ja schließlich Spiel. Nein, Quatsch. Nein, das ist tatsächlich sowas wie ein ganzjähriger Prozess. Es wird diskutiert, zum Teil heftigst. Am Ende ist es eine Mehrheitsentscheidung. Und zwar in allen Stufen, die es gibt. Es gibt ja verschiedene Stufen, in denen immer Werte eingekreist wird. Wenn Frage kommt, wir haben dann irgendwann im Mai unsere Klausurtagung, wo wir dann endgültig über die Spiele, die die einzelnen JurorInnen für in Frage kommen, halten, uns nochmal vornehmen und durchdiskutieren. Am Ende steht dann eine Empfehlungsliste und in den drei Kategorien, wir haben ja Kinderspiel, Spiel und Kennerspiel des Jahres, also die drei Nominierungen dort und da wird schon heftig diskutiert. Und ansonsten gibt es ein internes Forum, über das wir uns das gesamte Jahr über austauschen. Auch da eben schon in schriftlicher Form diskutieren. Wir treffen uns auf den wichtigen Messen. Wir haben auch zwischendurch mal Treffen, wo über Spiele gesprochen wird. Das ist halt wirklich ein ganz, ganz langwieriger Prozess. Und wenn dann erstmal nominiert ist, hat die Kinderspieljury etwa einen Monat Zeit und die sogenannte rote und anthrazitfarbene, andere Farbe der Preise Jury 2 Monate, um eben nochmal da zu gucken. Und gewählt wird tatsächlich erst am Tag vor der Preisverleihung. Da ist dann auch immer noch Zeit für Diskussion, und da ist dann tatsächlich der große Teil der Diskussion gelaufen. Aber ja, da wird heftig und zum Teil emotional diskutiert und am Ende steht dann halt ein Mehrheitsergebnis. Ja, ich hätte noch zwei, ich glaube, recht grundlegende Fragen. Einmal auch zu der Jury, aber ich glaube, auch wenn man selber Spiele erfindet, wie ist das gerade bei Kinderspielen? Also ich stelle mir das bei Erwachsenenspielen ein bisschen leichter vor, weil man ja dann selber merkt, macht mir das gerade Spaß. Aber wie funktioniert das bei Kinderspielen? Also wie, ne, es geht ja dann auch darum, dass auch wirklich Kinder das im Endeffekt dann gerne spielen und mögen. Und wie fällt da die Entscheidung sowohl ja bei der Bewertung als auch beim selber entwickeln? Und dann hätte ich noch die Frage, ob Sie beide ein Lieblingsspiel haben. In Ihrem Fall würde ich jetzt sagen, vielleicht die eigenen mal ausgenommen. Ich glaube, da hat man nochmal eine eigene Beziehung zu, aber darüber hinaus. Dutzende. Willst du was zum Thema Kinderspiele sagen? Kinderspiel, ich würde schon danach fragen, die sollten mir schon auch selbst Spaß machen. Also das ist natürlich voraus, dass man ein bisschen Spielkind geblieben ist, aber ich entwickle sie im Moment, weil ich weniger Kontakt habe mit der Altersgruppe nicht mehr. Also es war in einer Zeit, wo das eben auch von der Familie her in dem Alter war und da war das viel natürlicher, irgendwie in diesem Medium auch zu denken. Und da hatte ich dann auch meine Kindergartenrunden und meine Grundschulrunden. Also da sollte es in dieser Gruppe allen auch Spaß machen, dass man nicht das Gefühl hat, man wird gezwungen, da als Erwachsene auch mitzuspielen. Ja. Also das zum Kinderspiel und zu den Lieblingsspielen können wir ja noch kommen, aber ja. Tatsächlich ist es eigentlich immer das, was ich gerade entwickle. Es ist blöd, also nicht in dem Sinn, dass ich es fürs Beste halte, aber das macht so Spaß, sozusagen zu denken, das ist jetzt hier, das hat Potenzial und es ist noch nicht so weit und man spielt es dann auch anders. Dann habe ich natürlich auch so ein paar Klassiker, die auch in den Runden immer wieder auf den Tisch kommen, also das auch, aber eigentlich ist der Kern immer das, wo man gerade dran tüftelt. Und ich müsste natürlich sagen, natürlich die aktuellen Preisträger. Aber um auf die Kinderspiele zurückzukommen, ein gutes Kinderspiel ist halt vor allem immer auch erstmal ein gutes Spiel. Und glücklicherweise gibt es einige, die tatsächlich auch Erwachsenen Spaß machen. Ansonsten ist es interessant, zum einen ist es viel dankbarer, Kinderspiele
zu bewerten oder auch zu testen als Erwachsenenspiele, denn Kinder sind halt einfach gnadenlos ehrlich und lassen einen sehr genau spüren, was sie toll finden oder was nicht. Ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass nicht jedes Kinderspiel einen Erwachsenen entzückt, aber zum Glück haben Kinder auch ein enormes Qualitätsbewusstsein. Das merkt man auch bei Büchern. Also was weiß ich, man findet als Kind die Peanuts toll und überhaupt keine Ahnung, wovon die reden. Man weiß aber, dass das einfach was Gutes ist. Und Ähnliches funktioniert das auch bei Spielen. Aber natürlich war es in Corona auch nicht so einfach. Also, dass der lustige Spieleonkel mit einer Tüte Spiele unterm Arm im Kindergarten auftaucht und sagt, jetzt kommt mal her, war dann halt einfach nicht denkbar. Das war dann halt schwieriger. Da braucht man dann einen großen Fundus an Familien mit Kindern im entsprechenden Alter, die dann eben mittesten und rückspiegeln, was bei ihnen passiert ist. Ich habe aber oft den Eindruck, dass im Kinderspiel viel originelle Ideen, was zum Beispiel Umgang mit Material angeht, ausprobiert werden. Das macht es halt auch länger interessant. Bitte? Ich bin ja auch so ein Hobby-Schmetterling und ich habe einen extrem unterschiedlichen Spielgeschmack und wir hatten das vorhin schon, es ändert sich eigentlich ständig. Was hatte ich vorhin genannt? Das war ja vor einer halben Stunde. Genau. ja, es ändert sich. The Game einfach genial und Blood Bowl hatte ich genannt. Da bin ich weniger ausgefallen. Also mein Sex nimmt ist so ein All-Time-Favorite von Ich hätte mal eine Frage zum Vergleich mit Computerspielen. Und zwar, wenn man sich die aktuellen Spiele anguckt, dann sind das ja zum Teil Entwicklungsstudios mit mehreren, also fast 1000 Entwicklern da und Entwicklerinnen. Das sind natürlich nicht alle irgendwie regelgebend, sondern viel wird auch wirklich programmiert. Mein Eindruck bei Gesellschaftsspielen ist, dass das Team wirklich deutlich kleiner ist, häufig wirklich nur wenige Personen. Erstmal die Frage, wie groß ist denn so ein Team, was dann schlussendlich an einem Gesellschaftsspiel mitwirkt und was ist auch der Einfluss, dass das dann eben in einer kleineren Runde passiert, weil gerade auch im Computerspielbereich gibt es ja die Indie-Computerspielszene, die gerade auch sehr beliebt wird, weil eben kleine Teams wieder deutlich mutiger sind und nicht diese Riesenproduktion, Hollywood-ähnliche Spieleproduktionen Spiele entwickeln. Ja. Ich glaube, ein Charakteristikum ist, dass dieser riskante Teil der Entwicklung, wo eben viele Ideen nie zu was werden, nie publiziert werden, also den habe ich über Jahrzehnte mitgemacht von der Seite, der ist ausgelagert in diese Hobby-Szene. Also die Verlage entwickeln eben nur wenige Spiele wirklich intern oder mit klaren Aufträgen, wir wollen da für das, was haben wir kriegen. Wenn man Spiele veröffentlicht hat, Briefings, aber da war ich nie, habe ich nie einen Blumentopf gewonnen. Also aber eigentlich ist es so, dass das eben das Risiko dieser ersten Entwicklung in dieser Hobby-Gamer-Brettspiel-Szene drin ist. Und so ist es ein ganz anderer Entwicklungsweg. Und natürlich kann man dann den Prototyp auch mit einfachen Mitteln basteln. Deshalb sind es erstmal ein, zwei Personen, die im engeren da mitwirken, dann nicht zu unterschätzen das Team, der Testspieler, die sehr viel Feedback geben. Also ich bin auch, dieser Autorbegriff, der ist wichtig für die Brettspiele, aber er darf es nicht verengen auf, dass es nur eine Person ist. Es ist eine Erfindung, Co-Creation könnte man es auch nennen. Man guckt immer wieder in die Gruppe und man hat Spieler, die extreme Strategien ausprobieren und sagen, so geht's nicht. Und dann kommt die Auswahl durch die Redaktion der Verlage und wenn es die Hürde genommen wird, dann geht es nochmal in den Verlagen um Feinschliff, aber das sind schon an zwei Händen abzuzählen, wer sozusagen an so einer Entwicklung beteiligt ist in dem Bereich. Wobei in den Verlagen häufig auch nochmal eine ganze Menge passiert, also man weiß ja von Redaktionen, die so ein Spiel nochmal komplett auf den Kopf stellen. Also, das stimmt, ne? Das stimmt, wobei, ja.
Aber du hast ja offenbar Glück gehabt. Also beim Hubi war das halt Labyrinth von Anfang an. Ja, natürlich, wenn ich das in Frage stelle. Nein, das war schon eine schöne Entwicklung dann nochmal. Und natürlich macht ihr in der Jury dann nochmal Arbeit, das nochmal rauszufiltern. Die ihr prämiert, die kriegen natürlich auch nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit. Also ihr seid auch Teil dieses ganzen Prozesses. Ja. Aber wir mischen uns nicht ein. Den Teufel werden wir tun. Ich wollte nochmal auf den Punkt unterschiedliche Spielkulturen zurückkommen. Woran können Sie das festmachen und wohin führt diese Entwicklung? Ich glaube, es ist zum Beispiel die Frage, die Einstellung zu dieser Frage, was ist letztlich entscheidend, ob mir das Spiel Spaß macht? Ist es das Gewinnen oder Verlieren? Also geht es mir hauptsächlich um diesen persönlichen Erfolg beim Spielen oder genieße ich in dieser Situation auf eine andere Weise kommunizieren, interagieren zu können und eben auch das, was wir jetzt die ganze Zeit tun, über das Spiel nachzudenken, wie ist es eigentlich gebaut, dieses mehr Reflexive. Und ich glaube, das verbreitet sich auch, wenn man jetzt nicht nur ein Spiel immer wieder spielt und es zu gewinnen versucht oder sich die eigene Spielstärke zu optimieren versucht in diesem einen Spiel. Das ist eine andere Art des Spielens, als wenn ich die Neuheiten des Jahres anschaue und was könnte mir da gefallen und was ist die neue Herausforderung. Das wären zum Beispiel so Unterschiede. Ich habe vielleicht eine etwas historische Frage. Warum ist Schach so beliebt, was ja schon sehr alt ist und eigentlich mehr oder weniger auserforscht? Ja, es ist sicher nicht das schlechteste Spiel. Es ist zwar auserforscht oder nähert sich gerade sozusagen dem Rand eines gelösten oder unlösbaren Rätsels, von die es richtig gut spielen, aber wir spielen es natürlich alle auch nicht richtig gut und wir können mit Zeitbeschränkungen immer noch Spaß und Überraschung damit Es ist einfach ein sehr gut gebautes Spiel. Ne? Mhm. Es ist ein sehr gut gebautes Spiel und es ist historisch natürlich auch sehr gewandert und ich glaube, das hat immer auch etwas vom Abschleifen und Feinschleifen. Also die Regelentwicklung der Dame ist, glaube ich, bekannt, dass das bis zum Wende 14. Jahrhundert eine sehr langsame Figur war, die um den König immer nur so feldweise herumhüpfte und sich dann, das war auch der Fähnrich, genannt Alferza, kommt aus dem Arabischen und wird dann zu dieser sehr starken Figur. Das hat mit dem Spiel noch was gemacht, hat den Spielreiz erhöht und das ist sicher ein gut gebautes Spiel. Ja, und ich glaube darüber hinaus ist es eben auch abseits davon einfach aufgeladen ist. Ich meine, was kann sich sonst noch das Spiel der Könige schimpfen? Ne? Also es ist ja, und nicht umsonst ist es das einzige Spiel, das auch olympische Ehren hat. Ne? Also warum auch immer, ob das gerechtfertigt ist, ob es nicht vielleicht ähnlich alte Spiele gibt, die vielleicht mindestens genauso viel Spieltiefe geben, weiß man nicht. Also Go zum Beispiel, aber in unserem Kulturkreis ist es halt Schach. Aber man kann schon an dem Beispiel nochmal diesen Unterschied zu den modernen bunten Schachteln da markieren. Schach ist etwas, ein Rätsel, in dem ich mich verbessern kann, indem ich ein Leben lang dieses Spiel studiere. Und dann wird mich auch keine neue Figurenaufstellung überraschen. Ich finde immer wieder die gleiche Situation und ich kann dann am 17. und 18. Zug noch feilen und sage, wenn ich da anders gespielt hätte, wäre es besser gewesen. Das ist eine ganz andere Art von Spiel, als wenn ich sage, meine Insel liegt jedes Mal wieder anders aus und diesmal ist es Erz und das nächste Mal ist Schaf, um wieder bei dem bekannten Katan zu bleiben. Das finde ich den entscheidenden Dreh dieser modernen Spiele, diesen Zufall auf eine ganz andere Art reinzubringen. Aber ich glaube, das habe ich schon oft gesagt. Tja. Da
Dann danken wir für die Fragen, ich oder? Ich denke auch, ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Es ist zwar kein Resümee gelungen, aber nein, so überhaupt nicht. Unterhaltsam. Wir können es ja ausspielen. Genau. Ja. Ja, vielen Dank. Können wir jetzt auf?